Nachdem mich dieser Schokoladenfladen durch seine extreme Hitze angegriffen hat, damit nicht genug, er hat mir auch noch einen Zahn ausgeschlagen. Hey. Aua, aua. Und was machen wir jetzt? Ja, weiter. Ich habe noch 24, wie viele Zähne hat man? 52. So viele Zähne hast du? Nee, ich glaube, das war der Leibniz-Keks. Ein weißer Hai, oder was? Das war der Leibniz-Keks. Mit diesem unerwarteten Ereignis begann unsere wunderbare Reise über den Atlantik in Richtung Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hi! Was ist euch von der alten Frau erzählen, die so gestunken hat? Wo sind wir? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, wir sind in Los Angeles. Sein. Das ist richtig, was das ist cool. Schmeckt wie Wasser. Kennt ihr? Wir sind ja eigentlich gar nicht richtig in Los Angeles, wir sind in Santa Monica. Was ja, wie wir wissen, jetzt eine eigene kleine Stadt ist sozusagen, ne? Im District Los Angeles oder irgendwie sowas. County, genau. Ja. Vom Flughafen ging es direkt ins Hotel. Besser gesagt ins Bett, denn zwei anstrengende Tage standen uns noch bevor. Die wichtigste Videospielmesse steht vor der Tür, die E3, und 2K, einer der großen Publisher dieser Welt, hat uns eingeladen nach Los Angeles, um uns zwei Spiele zu präsentieren, nämlich Civilization, Beyond Earth und Evolve. Eigentlich sollte noch ein drittes dabei sein, nämlich Borderlands, das neue, das ist aber nicht rechtzeitig fertig geworden. Macht nichts, wir haben heute den ganzen Tag Freizeit, morgen geht's erst richtig los und deswegen schauen wir mal, was LA zu bieten hat. Vielleicht gehen wir zum Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, super interessant, es gibt viele Kinos, viele verrückte Menschen, die sich so richtig viele darstellen, verrückte Menschen, die so tanzen, die verkleidet sind. Das Gute ist ja, dass die Leute auf dich zukommen, sind ganz freundlich in ihrer Verkleidung. Du denkst, hey, ist der cool, der sieht aus wie Spider-Man oder Freddy Krueger und fragen dich von sich aus, ob sie mit dir ein Foto machen sollen. Aber natürlich dann, nicht natürlich, umsonst. Genau, erst am Ende, wenn du das Foto gemacht hast, wollen sie von dir dann die Kohle und dann auch nicht zu wenig, ne? Es haben ein paar Jungs versucht, ihre CDs anzudrehen. Haben sie auch geschafft? Haben sie auch geschafft, ja. Tim ist immer äußerst freundlich zu den Einheimischen hier. Ja, muss man auch sein, weil man ist hier immer in Amerika und so als Deutscher ist man das natürlich nicht gewöhnt so. Wir sind ja, sag ich mal, eher ein kühles Volk, was sozusagen dem ersten Kontakt jetzt noch nicht so aufgeschlossen ist, sondern dann erst, wenn man sozusagen näher kennt, dann freundlich wird. Wir haben den einen Tag, waren wir da vor unserem Hotel, da kam uns da irgendwie so ein Gangbanger irgendwie entgegen, der uns erstmal gesagt hat, was wir für schöne Augen haben und was weiß ich was alles. Ey, das ist schon echt crazy, so wie die Leute hier drauf sind. Ich habe mich einfach nur versucht, ein bisschen anzupassen. Dennis findet das scheiße. Ich finde das nicht scheiße. Ich finde es amüsant. Weißt du, wenn es mal nicht klappt mit deiner aktuellen Karriere, dann machst du halt Tim Heinkes Smalltalk-Schule auf oder sowas. Das wird was. Wir stehen total auf Godzilla und deswegen war unser Ursprungsplan eigentlich hier in unserer Freizeit den Film zu gucken, den neuen, im Kino in Hollywood. Leider klappt das nicht, denn wie man hier sieht, erst am 16. Mai wird das hier anlaufen. Wir haben jetzt den 11. oder 12. oder 3. Auf jeden Fall ist es vorher. Deswegen klappt das nicht. Wir sind ein bisschen traurig, aber happy darüber, dass wir diese richtig genialen Godzilla-Poster hier gesehen haben. Sind die nicht geil? Godzilla! Sightseeing bei 100 Grad. Okay, Fahrenheit. Aber es war trotzdem anstrengend. Zeit für eine kurze Pause. Alter, ich hab Hunger. Ich auch. Go! Okay. Hey, Steve. Und Pickles.
Der Dennis ist aber auf jeden Fall Burger-Fan und deswegen haben wir da auf jeden Fall einige Burger verdrückt so auf unserem Trip. Bestimmt so, eigentlich haben wir immer Burger gegessen. Oder mexikanisch. Und da haben wir schon einiges ausprobiert. Deswegen heißt es ja auch Californian Food. Immer wenn du zu einem Mexikaner gehst, in Deutschland ist mir aufgefallen, dass da immer steht Californian Food. Ich habe mich immer gefragt, was soll das? Mhm. Aber es ist einfach so, dass hier in Kalifornien jeder zweite Laden Mexikaner ist. So, seht ihr das? Hier ist noch keine Pizza. Ich werfe euch jetzt hoch und wenn ihr wieder runterkommt, dann wird hier Pizza sein. Achtung! Ist der Laden voll, Hong. Ah, warte, ich mach nochmal. So, diesmal hat's geklappt. Irgendwer hat schon ein Stück weggegessen. Pizza! Johnny Rocket war schon das Beste. Weil die Pommes einfach am geilsten waren. Ne? Ja, ich hatte da beim zweiten Mal sogar so ein, das habe ich euch ja auch gezeigt, so ein Club-Sandwich, das war auch richtig geil. Das war ein Triple Toast. Das waren drei Lagen Toast. Dazwischen oben war so ein richtig crunchy Bacon und Hühnchen, Käse, da war einfach alles dabei. Das Ding war auch mega teuer. Aber das Beste war, Johnny Rocket ist eigentlich der Ketchup. Da kriegt man nämlich von der Bedienung ein kleines Schälchen, wo normalerweise der Ketchup reinkommt. Aber da geht er einfach nicht nur rein, sondern die machen ein kleines Porträt. Beim ersten Mal, als wir da waren, da war es noch so, dass die nur ein Smiley gemacht haben. Beim zweiten Mal haben die sogar uns gemalt. Das war so ein richtiges Gemälde, was sie da angefertigt haben. Super. Ja, das war schon echt krass. Natürlich waren wir am Strand, wir haben uns den Pier angeguckt, der eigentlich ziemlich lame ist, muss man mal dazu sagen. Ja, der Pier ist echt lame. Aber bei Nacht sieht er schon cool aus, wenn er angeleuchtet ist, das Riesenrad, das leuchtet schön und so. Das ist schon ganz schön. Aber alles in allem muss man sagen, dass Santa Monica jetzt schon nicht so viele Sehenswürdigkeiten, sag ich mal, bietet. Man kann mal da über die Third Street Promenade gehen, sich da ein bisschen das blühende Leben angucken, aber es ist schon eher, sag ich mal, was zum Shoppen, ein bisschen was zum Essen. Ja, der Tag endet an der 3rd Street Promenade. Wir haben einiges erlebt, waren am Hollywood Boulevard, hier am Pier, am Strand, sind mit dem Taxi durch die halbe Stadt gefahren und haben uns mit Burgern vollgeschlagen. Tim, wie sieht's bei dir aus? Kannst du noch stehen? Nee, nicht mehr so richtig von Hause. Ich glaube auch. Stichwort ist Bett und da gehen wir jetzt hin. Jo, Tim. Jo, was geht? Bist du schon wach, oder was? Mhm. Alter, wir müssen los. Warum? Weiß ich nicht. Wir haben wichtige Sachen auf dem Plan. Okay, ich trinke schnell das Bier aus und dann gehen wir, okay? Wie lange bist du schon wach? Eine halbe Stunde. Halbe Stunde? Was? Also wir mussten Videospiele spielen. Richtig, und zwar, wie vielleicht schon klar ist, 2K hat uns eingeladen zu den Spielen Evolve und Civilization. Eigentlich sollte auch Borderlands dabei sein, aber das war nicht rechtzeitig fertig und genau die Spiele konnten wir antesten. Civilization Beyond Earth durften wir zuerst anspielen, wenn auch nicht besonders lang. Nach gerade einmal 50 Runden hatten wir deutlich mehr Fragen als Antworten. Aber zum Glück konnten wir die dann gleich im Anschluss auf die Entwickler loslassen. Yes, so the difference is mainly that this is a game about the future. Old Civ or Core Civ is about the history of mankind, a story that most people know pretty well. And it's fun to play sort of a what-if scenario, what if I had been present when Napoleon or Gandhi or whatever was going on. But this game is about an uncertain future. It's a new story where humanity's landing on an alien world where we were never evolved to live on. We don't know what's going to happen to us. We don't know what we're going to find. So it's really a process of discovery, exploration, sort of adaptation, and then eventually sort of domination of this of a new uncertain future. Satellite or the orbital layer is another great example. You can put satellites into space, which is great. What would a space civ be without being able to play in space? And those orbital layers or the orbital satellites project their influence down on the ground to help your cities improve their tiles more effectively, to help your military fight better, among many other things. So there's a lot of new systems in the game to explore. If
the aliens. They're this really awesome way to shake the game up. When you think you've set everything up right, all of a sudden a siege worm appears, and now you have to change your tactics. They kind of evolve in their tactical nature as the game progresses. So as you interact with them, either offensively or defensively or whatever, they may start to field new kinds of units against you, more sophisticated kinds of attacks against you, and they can be leveraged against other players. So one of the things that you can do in the covert ops system, for example, is if you send a spy to another player's city, you can plant an attracting device that will attract worms to their city, which when they move, they destroy improvements and they kind of just wreak havoc on everything that they touch. So they've been really fun to design and to play with. Das hört sich alles schon ziemlich gut an. Allein bei dem Blick auf das neue Tech-Web, was vollgestopft war mit cooler Science-Fiction-Technologie, hatten wir Raumschiffe im Bauch. Schade, dass wir leider kein Ingame-Material aufnehmen durften und diese Render-Trailer alles sind, was wir euch zeigen können. Das, was wir aber hinter verschlossenen Türen gesehen haben, hat uns auf jeden Fall angefixt. Civilization Beyond Earth, das neue Civilization im Weltraum, hat mir richtig gut gefallen. Eine Stunde lang konnte ich es anspielen und ich bin wirklich überzeugt, dass das ein ganz dickes Ding wird. Die bleiben ihren Wurzeln treu, benutzen alle coolen Features aus Civilization 5, bohren sie noch ein bisschen auf, machen sich ganz tolle Gedanken. Da gibt es Aliens auf dem Planeten, neue Umgebungen, neue seltsame Ressourcen und neue Wunder, die ihr bauen könnt. Das wird wirklich top. Ich habe keine Angst, dass das in die Hose geht. Firaxis hat es einfach drauf. Damit war der Tag noch nicht vorbei. Evolve, der neue Multiplayer-Shooter der Left 4 Dead-Macher, wartete darauf, von uns getestet zu werden. Wir wollten eigentlich nur noch mal kurz reinspielen, aber Evolve ist einfach zu cool. Ey. Das macht zu viel Spaß, echt. Kommst du nicht weg von. Rede, ja. CryEngine 3, das sieht ja unglaublich gut aus, vor allem das Feuer. Wenn du kannst ja Feuer speien als Monster und es gibt auch so eine Charakterklasse von den Huntern. Die können auch Feuer schießen, das sieht so genial aus. Ja, ist ja eigentlich einfach erklärt. Man spielt vier Leute zusammen als Hunter und müssen ein Monster jagen, was auch von einem Spieler gespielt wird. Und mit dieser aktuellen Version, die wir gespielt haben, gab es nur ein Monster, den Goliath. Und es gab, glaube ich, 8 verschiedene Hunter, ne? Genau. Von jeder Klasse, es gibt 4 Klassen, immer 2 Stück, die man auswählen konnte. Medic, Assault, Support und Trapper. Trapper, genau. Trapper ist sozusagen da, das Monster aufzuspüren. Support ist sozusagen so ein bisschen als Schutz da. Der Assault ist der Damage-Dealer und der Medic, ja, das ist ja klar. Was klar, zum Heilen. Ich spiele jetzt das Monster und mache die alle platt. Ich bin der Böse. Da sind die Guten. Ob als Monster oder als Jäger, mit jeder Partie Evolve wuchs bei uns das Gefühl, dass die bärtigen Jungs von Turtle Rock da einen richtig spaßigen Multiplayer-Shooter zusammengebastelt haben. Aber was soll das eigentlich mit den Bärten? Yeah, we at the studio, it was just kind of like get everybody to rally together. We signed a contract, a bunch of the guys signed a contract to grow the beards until we shipped the game. And then at the end of it, for every inch that anybody grows, we donate money to Child's Play charity. I like the Trapper class the best, and my favorite Trapper is Maggie, who you'll get to see. And she's got a pet Trapjaw, and the Trapjaw's like a big bloodhound, and he will sniff out the monster, even if the monster's sneaking, stealthing, and not leaving tracks. The Daisy will sniff him out and lead the team to where the monster is, which is quite nice. But Daisy can also revive players, can pick players up when they've fallen. And so a lot of times, we've seen a lot of games, even today, while people were playing, we saw a lot of games where Daisy saved the day. She's this AI dog who comes in and everybody's down and the monster thinks he's won. And then Daisy revives the medic and suddenly the medic's back in the game and then the medic picks someone else up and everybody's back. Yeah, so he's able to, by eating wildlife, he's able to get energy, and if he gets enough energy, he can grow. He can stage up and become a bigger version with more abilities.
At the very beginning, he is at a disadvantage. If he fights to the death at the very beginning of the game, he will probably lose statistically, even though today we saw several matches where somebody won at stage one. So it's always been designed to be possible to win at stage one, but numbers-wise, you're at a disadvantage. Stage two, though, by the time you get to stage two, it's really designed to be kind of even match. You know, the one monster, the amount of damage he can deal and the amount of health he has really compares really well with the four hunters who are fighting him. And then once he goes to stage three, then things kind of, the tables turn. And he has more, he can do more damage and has more health. And so he's able to really turn the tables on the hunters and bring the fight to them. Das Ding ist ja, bei so 4 gegen 1, das große Problem ist ja das Balancing, ne? Ja. Und da muss man wirklich sagen, also jetzt schon in der Version, die noch nicht die Finale ist, sieht das eigentlich echt gut gebalanced aus. Wir hatten immer viele Runden, wo das Monster gewonnen hat, dann hatten wir viele Runden, wo mal die Hunter gewonnen haben. Ja, man kann sich das ja im Grunde auch so vorstellen. Hast du Left 4 Dead gespielt? Naja, nur den zweiten ganz bisschen. Dann kennst du das vielleicht, wenn ein Tank kommt, der dickste überhaupt bei Left 4 Dead. Denn ist im Grunde die gleiche Situation wie bei Evolve. Du hast ein richtig dickes Monster und 4 Survivor müssen versuchen, ja, das Platz zu erinnert ja auch sehr an diese Tankkämpfe, das ganze Spiel eigentlich. Aber es ist schon, man könnte jetzt ja denken, dass es eigentlich relativ simpel ist, weil es sozusagen nur diese Tankkämpfe aus Left 4 Dead sind. Aber ich finde eigentlich nicht, dass es schnell langweilig wird. Ich finde eigentlich, dass es schon noch genug Tiefe hat, also gerade weil du verschiedene Monster hast, weil du verschiedene Hunter hast und je nachdem welche verschiedene Level hast vor allem auch und die dann teilweise auch noch mit Leben gefüllt sind, Leben, das keiner steuert, das sind so NPC-Kreaturen. We're starting to add layers to the game, where we're adding more characters and more wildlife and more environments. We'll be showing more game modes soon and more monsters soon. And all of those things mix up the game and change it so that it's always interesting to play, it's always fun, it's always a new problem to solve. Every round that you get in, what perk do I take? What environment are we in? What character should I take? Who am I fighting against? Eine super Anspielsession war das von Evolve, dem neuen Spiel von den Turtle Rock Studios. Und vielleicht kennt ihr sie von Left 4 Dead, das war schon ein bisschen ähnlich, nämlich asymmetrisches Gameplay. Das steht auf deren Flagge und das gibt es nur ganz, ganz selten und ist deswegen auch so super. Das bedeutet, dass die eine Seite sich ganz anders spielt als die andere. Und wenn man gegeneinander spielt, hat man immer ein anderes Spiel. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und das ist auch wichtig für so ein Multiplayer-Spiel, weil das will man ja nicht nur einmal spielen. Das spielt man immer wieder und wieder. Und genau das können die Turtle Rock Studios, und das haben sie auch heute in dieser Präsentation bewiesen, als ich es ausprobieren durfte. Das wird richtig gut, hat mir tierisch Spaß gemacht. Und allein wie das aussieht, ihr habt es gesehen, Mann oh Mann, das wird ein großer Titel. Koffer und Rucksack gepackt mit schönsten LA-Momenten und mit großer Vorfreude auf die Veröffentlichung der Spiele, machten wir uns auf Richtung Heimat. Schön war's hier. Bis bald, Los Angeles.